Hallo Leute und willkommen hier bei Me AppleCat. Ja, heute schauen wir uns mal wieder einen Beamer an und zwar einen richtig stattlich großen. Das ist der Vivibrite F40 Full HD Beamer. Und nein, das ist keine Xbox. Am Anfang habe ich das auch gedacht, hat mich stark an eine Xbox erinnert. Aber man kann zumindest eine anschließen, wenn man möchte. Und ja, also schauen wir uns das Gerät mal an. Erstmal erster Eindruck, ich habe ihn ausgepackt und dachte, wow, der ist groß, der ist richtig mächtig. Solche LED-Beamer habe ich ja schon einige hier im Test gehabt, aber die waren in der Regel immer relativ ja, kompakt und klein. Ich habe ihn mal verglichen mit meinem anderen Beamer, den ich schon seit Jahren habe und da sieht man, glaube ich, recht deutlich, dass das hier ein großer Brummer ist. Und wenn ich bei dem großen Brummer hier vorne mal die Kappe abmache, sehen wir, dass er auch ein recht großes Objektiv hier unten drunter hat. Das hat einen Fixfokus, den man dann hier manuell nochmal einstellt. Und ja, wenn man auch mal reinschaut, während er an ist, kann man da ganz deutlich hinten dran das LCD-Display erkennen mit der Auflösung von 1920x1080 Pixeln, also Full HD. Bevor ich jetzt hier auf die Bildqualität und alles weitere komme, würde ich sagen, wir gucken einmal hier komplett ums Gerät rum, was alles so dran ist. Also hier vorne das Objektiv hatten wir schon. Hier vorne ist der Infrarotempfänger für die Fernbedienung, die natürlich mit dabei ist. Dann nochmal der Schriftzug auf der rechten Seite. Dort haben wir die Einstellräder einmal für den Fokus und einmal für die Keystone-Korrektur. Das heißt, dass das Bild so gekippt wird, dass es auch wirklich nicht verzerrt bei euch landet an der Wand. Also hier Keystone hinten und hier vorne haben wir den Fokus. Dann haben wir hier nur ein bisschen Lüftungsschlitze und auf der Rückseite haben wir dann die kompletten Bedienelemente, Enter, Power Button, alles was man so braucht. Im Prinzip genau dasselbe wie schon hier auf der Fernbedienung und ja, ich finde es ein bisschen unglücklich angeordnet hier auf der Rückseite. Ich hätte das doch lieber hier an eine der beiden Seiten gehabt, denn so wie ich den stehen hatte oder stehen habe, komme ich da nicht dran. Das ist ein wenig unglücklich gelöst, wenn ihr mich fragt. Ich hätte es lieber hier. Aber naja, immerhin sind sie überhaupt noch dran. Dann haben wir hier nochmal die Lüftung. Hier hinten nochmal einen Infrarotempfänger, wenn man ihn irgendwo im Raum hängen hat, dass man auch von hinten dann die Bedienung machen kann. Einen 3,5 mm Klinkenanschluss, um zum Beispiel laut Sprecher, Kopfhörer und solche Geschichten hier anzuschließen. Wir haben noch mal einen optischen Audioausgang SPIDF. Das ist auch eine gute Sache. HDMI und zweimal USB Typ A. Hier unten noch mal einen Anschalter und den Stecker für den Strom. Und wenn ich ihn mal einschalte, dann achtet ihr mal hier oben auf dieses Zeichen. Das leuchtet dann erstmal grün und nach einer kurzen Weile leuchtet es dann auch rot. Jetzt weiß ich auch, warum die hier den Schalter extra dran haben, denn hätte man den ganz normal am Strom hängen, wird das hier immer leuchten und wenn ihr das im Schlafzimmer hättet, wird es euch wahnsinnig machen. Ist ein ganz netter Effekt, aber ob man das braucht an dem Beamer, keine Ahnung. Hier nochmal nur Lüftungsschlitze, ja, und das war's im Prinzip. Ich kipp ihn mal kurz, denn unten drunter gibt es ja auch noch was zu sehen für euch, außer dem Schriftzug F40. Dort haben wir hier noch einen Ständer oder einen Standfuß, wo wir den Beamer etwas aufstellen können, wenn er zu flach steht. Also kann man hier noch ein bisschen justieren. Ansonsten haben wir hier nur noch die vier Gummifüße und das war's. Hier gibt es nochmal den Blick auf die Fernbedienung, ganz standardmäßig. Hier haben wir komischerweise eine Android-Taste. Was die genau macht, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Dann hier Power-Button, Menü-Button, Navigationstasten, Lautstärke, Play, Pause und man kann hier nochmal die Ausrichtung ändern, ob das Ding auf dem Kopf steht, rechts oder links gespiegelt wird, je nachdem, wie man den Beamer stehen hat. Also ganz standardmäßig reinkommen hier hinten die kleinen AAA-Batterien. Was mir hier noch aufgefallen ist bei der Fernbedienung, man muss die relativ genau hier auf den Infrarotport oder auf den Empfänger ausrichten und die Tasten auch, ich sag mal, man muss sie deutlich drücken, damit das reagiert. Ansonsten hat man hier öfters mal Fehleingaben. Habe ich schon ein klein bisschen besser gesehen bei anderen Herstellern und Beamern. Runden wir das Äußere noch einmal ab mit, ja, mit dem hier. Das hier ist eine Tragetasche, Freunde. Die könnt ihr dann benutzen, um den Beamer zu transportieren. Da passt er ganz hervorragend rein. Man hat hier oben ein paar Schlaufen, dass man ihn tragen kann. Der wird auch in dem Ding hier so mitgeliefert. Und ja, wieso nicht? Ist eine nette Sache. Eine Tasche für hier Kabel reinzumachen ist auch noch mit dabei. Alles gut. Eine nette Idee. Aber jetzt kommen wir mal zum entscheidenden
Wie ist denn das Bild hier und wie ist die Menüstruktur? Die ist relativ simpel gehalten. Also da könnt ihr die üblichen Einstellungen machen. Man kann das Bild ein bisschen vergrößern bis auf 100%. Man kann es verkleinern bis auf 75%. Ihr könnt Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur und all solche Geschichten einstellen, so standardmäßig eben. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, direkt uns hier Videos anzuschauen von einem USB-Stick. Deswegen haben wir hier hinten diese USB-Anschlüsse und da gibt es einen eingebauten Media Player. Und der spielt so viele Formate ab, die muss ich jetzt hier ablesen. Das wäre zum Beispiel MPEG, AV, TS, Movie, MKV, DAT, MP4, VOB, MP3, WMA, AAC, M4A, JPG, JPEG, BMP und GIF und PNG. So, da haben wir jetzt alles durch. Das kann der hier also alles abspielen. Und ihr habt schon gemerkt, da sind nicht nur Videoformate dabei. Nein, da sind auch Bildformate dabei. Der hat nämlich auch den Bildmodus, dass man sich hier so eine Diashow quasi an die Wand werfen kann. Ja, bei den Formaten, die ich jetzt hier so versucht habe abzuspielen, es ist so ein klein bisschen Hit and Miss. Also manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Da gibt es keine richtige Garantie, aber ist ja kein Problem. Wir haben ja noch einen HDMI-Anschluss. Dort könnt ihr euren Laptop, euren Computer, eure Spielkonsole oder was auch immer anschließen. Und das schluckt ihr alles und liefert euch ein schönes Bild damit ab. Auf jeden Fall wird das Bild schön groß, das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe den hier angemacht. Entsprechend seiner Größe hat er ein riesiges Bild rausgehauen. Geht bis zu 300 Zoll groß. Und das sind, Alexa, wie viel Zentimeter sind 300 Zoll? 300 Zoll sind 760 Zentimeter. Also da habt ihr es. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, danke. Vielen Dank für dein Feedback. Also ihr habt es gehört, Alexa hat es gesagt, 7,60 Meter kann hier die Bilddiagonale werden. Das ist riesig, also ich muss hier schon ein bisschen runterregeln, damit das bei mir an die Schlafzimmerwand gepasst hat. Und das Bild ist echt groß und es ist, ich sag mal, für die Preiskategorie, habe ich noch gar nicht gesagt, 240 Euro Full HD LED Beamer. Für die Preiskategorie ist das ein ordentliches Bild. Doch, muss ich sagen, da habe ich schon Schlechteres gesehen. Die Farbsättigung könnte mal wieder ein klein wenig besser sein, aber mit einer guten Quelle, wenn man das über HDMI zum Beispiel anschließt, damit habe ich die besten Ergebnisse rausbekommen, kriegt man hier ein echt ordentliches Bild. Damit kann man sich was anschauen, ganz problemlos. Er ist auch an den Rändern nicht verschwommen. Manchmal hatte ich das schon, dass dann an den Rändern oder an irgendeiner Ecke das ganze Bild nicht so richtig scharf zu stellen war, auch wenn in der Mitte alles scharf war. Das hatte ich hier nicht. Also das Bild war einheitlich scharf. Ja, die Farben hätten etwas kräftiger sein können. Aber wenn man mal ganz nah rangeht, sieht man auch, dass wir hier wirklich eine Full-HD-Auflösung haben. Also das Gitter, diese Gitterstruktur, die man dann sieht, die ist schon echt klein gehalten. Also von daher würde ich mal sagen, preis-leistungsmäßig ist das Bild hier in Ordnung. Ist ein ordentliches Bild. Natürlich können das viele Beamer besser. Wenn man das Doppelte ausgibt, hat man natürlich ein wesentlich besseres Bild. Dann sieht man nochmal einen deutlichen Unterschied. Aber ja, doch, dem Bild würde ich sagen, geht in Ordnung. Und das Ganze bei einer Helligkeit von 4200 Lumen heißt, ihr macht den Raum bitte richtig schön dunkel, wenn ihr hier was sehen wollt. Wenn hier ein bisschen Licht reinkommt, dann, man kann noch was erkennen, aber wenn die Sonne reinscheint, dann ist das Bild für euch unbrauchbar und weg. Aber so einen Kinofilm schaut man ja auch gerne mal im Dunkeln, oder? Ja. Und damit man den Film auch mit Ton schauen kann, sind hier 2x10 Watt Lautsprecher drin, also Stereo-Lautsprecher. Und die werden sehr laut. Hört mal rein. Hallo Leute und willkommen hier bei MiaPaket. Ich weile wieder unter den Lebenden. Jawohl, das muss gefeiert werden. Und gleich mit einem Video zu iOS 13, der Beta. Aber wenn man flach liegt, dann liegt man eben flach. Also schauen wir mal rum, was steckt denn so drin hier in der Developer Beta. Ich hatte übrigens 100,78 GB frei vor dem Update. Und so bei halber Lautstärke klingen die auch okay, würde ich sagen. Bei Dreiviertel Lautstärke, da scheppert es schon ordentlich und auf voller Lautstärke will man sich's eigentlich nicht anhören, weil der Ton einfach unsauber wird und es klirrt und scheppert ein bisschen. Klingt dann einfach nicht so gut, aber auf jeden Fall, sie werden laut und das sollten sie auch, denn der Beamer selbst, der ist auch ziemlich laut, also der hat ein ziemlich lautes Gebläse. Ich schalte ihn einfach mal hier ein und dann könnt ihr das ja gerne selbst mal hören. Also da läuft das Gebläse und man kann es echt deutlich hören, da gibt es nichts zu sagen, das ist kein leiser Beamer.
Das könnte man echt noch mal ein bisschen besser gestalten, dass der nicht so laut ist. Also mein alter Beamer, der ist dagegen, ich würde mal sagen, die Hälfte von der Lautstärke. Und selbst wo ich den zwangsbeatmen muss mit dem kleinen Ventilator, ist das immer noch leiser als der Ventilator oder der Lüfter, der hier in unserem Xbox Beamer drin steckt. Naja, es gibt immer noch die Möglichkeit, Kopfhörer anzuschließen oder eben ordentliche Boxen über das optische Audiokabel oder über den 3,5 mm Klinkenanschluss. Dann kommt das Ganze nicht so sehr zum Tragen. Tja Leute, und was soll ich noch sagen? Im Prinzip sind wir hier schon durch. Ich mache den Beamer nochmal aus und wir genießen etwas die Stille, die jetzt herrscht, und kommen zum Fazit. Für 239 Euro wird er aktuell angeboten. Ist er dafür eine Kaufempfehlung oder nicht? Ich würde sagen, ja, eingeschränkt ja. Ihr müsst wissen, wofür ihr den gebrauchen wollt. Wenn ihr euch das Ding irgendwo direkt neben das Bett stellt, einen halben Meter weg von eurem Kopf mit dem lauten Gebläse, dann würde ich sagen, nee. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, den ein bisschen weiter wegzustellen von eurer Sitzposition, da bekommt ihr ein sehr, sehr großes Bild bis 300 Zoll und die Bildqualität, die ist auch völlig in Ordnung. Also da gibt es zu dem Preis hier nichts dran zu meckern. Dann würde ich sagen, kann man das absolut machen. Doch, man braucht natürlich den Platz. Er ist wiederum recht groß gehalten, hat dafür einen sehr schönen Leuchteffekt hier oben. Ja, es gibt Vor- und Nachteile. Aber ich gebe euch auf jeden Fall eine eingeschränkte Kaufempfehlung. Ich finde, das ist kein schlechter Beamer. Es gibt natürlich bessere, aber er hat seine Vorteile. Günstiger Preis, gute Bildqualität und schön viele Anschlüsse für USB-Stick und HDMI. Also von daher gibt es da eigentlich nicht allzu viel zu meckern. Von mir gibt es den leicht geschrägten Daumen nach oben für den VivipRide F40 Beamer, Freunde. Ist ein nettes Teil und dann auch hier mit dieser Transporttasche. Das ist ein schönes Gimmick, würde ich mal sagen. Man kann natürlich hier auch die Spielkonsolen anschließen, ne? PlayStation, Xbox. Richtig coole Sache. Und dann hat man eh Kopfhörer drin. Dafür ist der mega gut geeignet, würde ich mal sagen. So, aber jetzt genug davon geredet. Wenn ihr euch das Teil gerne selbst mal anschauen wollt, der Link ist wie immer hier unten in meiner Videobeschreibung. Ist ein ordentliches Produkt, doch kann ich so sagen. So, genug gesagt. Ich sage nur noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut.